seid. Heute koche ich wieder mal ein mittelalterliches Rezept noch. Und zwar gibt es heute eine Spezialität aus der höfischen Küche, nämlich Hammelbraten in Kräuterkruste. Das war sogar einmal Teil eines gräflichen Hochzeitsmenüs. Dazu mache ich gelbe Rüben, also Karotten, und Input von mir einen weißen Wecken, den was ich am Grill mache. Wenn es interessiert, der soll sich das anschauen, und ich verrate euch schon im Vorhinein, ihr werdet es nicht bereuen. Gut, dann beginnen wir. Das ist eben das Lammfleisch. Das werden wir zuerst einmal salzen. Dann kommt dazu frisch geriebener Pfeffer. Gut, dann stellen wir das Fleisch zur Seite. Und hier habe ich schon Petersilie vorbereitet. Dazu kommt etwas Anis. Weiters Minze. Und Majoran. So, dann kommt dazu Liebstückel, das mache ich mir immer selber, eine Paste. Das wird mit Salz und Liebstückel püriert, halt bis zu einem Jahr und ersetzt den Suppenwürfel zum Beispiel. Okay, dann kommt noch Knoblauch dazu, den muss ich erst reiben. Dann kommt das auch dazu, zu unserer Kräutermischung. So. Dazu nehmen wir jetzt Rapsöl. Das wird jetzt gemischt. Gut, und mit dieser Kräuterpaste wird jetzt das Fleisch eingerieben. Das Fleisch ist fertig gewürzt und wird nun eine Stunde in den Kühlschrank gestellt. Währenddessen treffe ich die nächsten Vorbereitungen. So, nun kommen wir zur Beilage, die Karotten. Die habe ich schon geschält. Und eine Zwiebel brauchen wir dazu. Die Karotten schneiden wir so in Zentimeter dicke Scheiben. Dann schneiden wir die Zwiebel. Dann geben wir die Zwiebel zu den Karotten dazu. Als Gewürze brauchen wir anschließend noch Salz, Petersilie, Majoran und Pfeffer, Öl und etwas Zucker. Schauen wir mal, die Grillkohle, die ist soweit. So, jetzt lege ich wieder eine Kohle auf, damit der Saft nicht in die Glut tropft. So, dann den Grillhaus drauf. Und dann legen wir das Fleisch drauf. Schaut ja jetzt schon gut aus, finde ich. Upsi. Den restlichen Kräuter noch drauf schmieren und rauf mit dem Deckel. Für die Karotten werde ich da meinen Wok nehmen, Öl hinein, dann natürlich Karotten und Zwiebeln,
und etwas Salz dazu und ein Teelöffel Zucker. Jetzt lassen wir das Ganze etwas schmoren und jetzt Deckel drauf und ca. 5 Minuten so dahin schmoren lassen. Ja, immer schauen, ob genug Flüssigkeit drin ist, damit es nicht anbrennt. Sonst muss man etwas nachwürzen. Okay, die 5 Minuten sind vorbei. Und jetzt geben wir die Gewürze dazu. Zuerst einmal Petersilie und Majoran, etwas Pfeffer. Den reibe ich immer selber frisch, weil dann hat er mehr Aroma. So, jetzt muss man ein bisschen Flüssigkeit dazu tun, aber nicht zu viel. Deckel drauf und warten. So, dann schauen wir. Und damit das Ganze nicht zu gesund ist, werden wir da noch etwas Sahne dazu geben. Das schmiert sich dann gut rein. Dann lassen wir es nur ein bisschen zielen. Die Karotten sind fertig. Das schaut auch gut aus, lecker. Dann raus damit. Schwuppdiwupp. So, geh raus. Im Geruch noch müssen sie jetzt fertig sein. Schauen wir mal. Das macht schon einen guten Eindruck. 76 Grad, ja, ich meine, das reicht. Jetzt werden wir es aber da. So, die Kräuter dann ein bisschen weg. So. Jetzt lassen wir das Ganze noch ein bisschen rosten, damit der Saft einzieht. Jetzt tun wir noch einen weißen Wicken drauf. Und so schaut das Ganze aus. Der Hammelbraten in Kräuterkruste mit gelben Rüben. Dazu gibt es einen weißen Wicken vom Grill.